Oh Leute, ich habe so ein bisschen Angst, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, das mit ihr zu machen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge A Question the Game. Ja, wie ihr seht, ich bin hier schon wieder im Stall quasi mit drinne. Und ich habe ja. Habe ich letzte Folge gezüchtet? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall. Nee, ich habe ein Pferd dazu gekauft, soweit ich das weiß. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch gezüchtet. Und zwar habe ich dieses kleine Mäuschen gezüchtet. Und ja, ich bin eigentlich mit ihr ganz zufrieden, bis auf, dass ich sie nicht in den höheren Klassen reiten kann. So an sich werde ich jetzt mal gucken, wie sie sich gleich unterm Sattel macht. Ich habe sie einmal schon ins Training geschickt. Sie hat leider nur ein Potenzial von 347. Das heißt, ich kann sie, ja, bis T4 kann ich sie reiten. Ja, wie gesagt, also mal gucken, ob wir da irgendwas aus ihr rausbekommen. Das sind einmal die Eltern. Ja, sie ist ein Mix aus einem Welschkopp und einem Araber. Und ja, ich finde die Mischung eigentlich ganz putzig. Also es sieht so ein bisschen nach einem, ja, etwas schlankeren, sportlicheren Welschkopf aus, würde ich mal sagen. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, wie du das findest, die Kleine. Und genau, dann habe ich mir noch diesen jungen Mann geholt. Den fand ich auch sehr, sehr hübsch. Der hat ein Potenzial von 353 im Endstadium. So an sich macht er sich ganz gut unterm Sattel. Mit dem werde ich auch noch mal irgendwann jetzt die Tage züchten. Mal gucken. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ich da züchten soll. Und ich würde sagen, wenn ich das richtig verstehe, läuft dieses Event jetzt nur noch 7 Tage, das, was wir hier haben. Ein bisschen möchte ich noch was abgrasen. Also die möchte ich auf jeden Fall noch haben. Und das sollten wir, glaube ich, auch eigentlich schaffen. So, ich würde mal sagen, dass wir mit unserer Feli das erste Turnier rennen. So. Ach, jetzt habe ich nicht mehr geguckt wegen dem, na, sag doch mal, wegen Zaumzeug und so. So, das sieht schon mal alles sehr gut aus. Ich hoffe, dass der Ton nicht zu laut ist. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Na, mal gucken. Zack. Das war ein bisschen zu schräg. Oh, das war zu früh. Das war zu früh, aber sonst so macht sie sich eigentlich ganz gut. Also ich habe sie jetzt bis jetzt noch nicht unterm Sattel gehabt. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr mutig, dann zu sagen, dann machen wir ein Turnier. Aber das hat sie doch ganz gut gemacht. Nee. Also da gibt es jetzt gerade nichts zu meckern. Sie arbeitet gut mit. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Das ist irgendein Futter, keine Ahnung. Haben wir denn jetzt noch irgendwas Interessantes, was so jetzt die nächsten Level kommen könnte? Ich hätte ganz gerne auch eine neue Reithose und dieses Pad hier gehabt. Aber das ist halt mit in den Pass mit drin. Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen ist halt so. Das hätte ich auch ganz gerne gehabt. Hui, nein. Aber ich meine, waren die Sachen nicht vorher in dem Shop oder sind die nachträglich im Shop? War da nicht irgendwie sowas? Lass uns doch mal eben kurz gucken. Wir haben doch hier auch einen Shop. Die Sache ist nur die, dass wieder diese Coins kostet. Und ich persönlich muss sagen, ich finde sie unfassbar teuer, diese Coins. Aber gut. Was ist das? Season Pass. Was ist das? Nee, wenn dann hier.
Na, wobei, es geht eigentlich. Es geht. Ich hätte jetzt gedacht, sie sind teurer, die Sachen. Das Zaumzeug finde ich auch noch immer richtig hübsch hier. Worunter ist denn das? Ja, Notiz an mich selber, ich muss für den nächsten fleißiger trainieren. Den finde ich auch mega schön. Aber ich will jetzt da noch erstmal nicht was für ausgeben. Ach, guck mal, diese Satteldecken haben wir auch. Okay, es hält sich tatsächlich alles so ein bisschen in Grenzen. Also ich hatte jetzt echt damit gerechnet, dass die so bei 100 aufwärts sind, die Sachen, oder mindestens 70, 80 dieser Coins, aber das ist alles noch in Ordnung. Ich weiß nicht, ist das immer alles so von dem letzten Pass, oder ist das so random? Das kannst du mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß jetzt nicht, welcher Pass das gewesen ist. Das ist ja mega lange her, dass ich den letzten Pass gemacht habe. Geschweige denn dieses Spiel. So, ganz gefährliche Kombi. Wir gehen wieder in den Trailer hier mit rein. Aber sind gar nicht so gut drinne. Nee. Nee, 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 nee. So, dann würde ich ganz gerne die Feli ins, hallo? Ins Training schicken, damit wir bei der so ein bisschen vorwärts kommen. So, sie ist da. So. Ja, Adam ist jetzt wieder so ein, eigentlich so ein Kandidat für den Verkauf. Noch nicht, noch nicht. Weiß ich nicht, sind wir überhaupt schon mit Mari überhaupt ein Turnier gegangen? Ich weiß es gar nicht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich habe es gerade echt nicht mehr auf dem Schirm, ob wir da überhaupt ein Turnier mit ihr gegangen sind. Beeil dich mal ein bisschen, du alte Ziege. Wir müssen noch mal hier in diesen. Wusa. Also das ist halt so ein bisschen so dieses Problem. Ich wechsle mal. Irgendwie, ich habe das noch nicht so richtig raus, was so ihre Stärke ist, ob das jetzt der Links- oder Rechtsgalopp ist. Aber mich nervt es persönlich so ein bisschen, dass ich sie immer wieder treiben muss. Ist das halt einfach, weil sie faul ist in dem Sinne? Oder weil es einfach, ja, immer mal wieder abrufen ist, wie der Reiter so drauf ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Also bei ihr müssen immer so zwei Balken hier so sein, sonst ist das eine Katastrophe. Sonst, ja, sonst wird das nichts. Sonst denkt sie sich, oh, ich fall mal schön in den Trab rein. Ich weiß gar nicht, kann ich sie überhaupt in den Klassen reiten? T3? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe nämlich das Potenzial nicht auf dem Schirm bei ihr. Wo ist sie? Da ist sie. Also eigentlich, wenn ich da jetzt eine fehlerfreie Runde mache, müsste sie die Qualifikation dafür haben. So.
Warum bist du denn so maulig heute? Es ist so... Manchmal verstehe ich sie nicht. Oh. So, da müssen wir jetzt mal lang. Hallo, nicht einschlafen. Du kleine Ziege, du. Also ihr merkt schon, sie arbeitet mit. Aber es ist immer so ein bisschen, wenn ich sie antreibe, ist es dann auch wieder so ein bisschen... Huiuiui. Ist es dann aber auch so immer so ein bisschen so, na, muss ich jetzt, muss ich jetzt? So. Mhm. Und wir können sie tatsächlich für T3 können wir sie nehmen. Sehr schön. Kann ich denn mit ihr auch da jetzt drin starten? Also könnte ich, wenn ich wollte. Ja, könnte ich. Oh Leute, ich habe so ein bisschen Angst, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, das mit ihr zu machen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Da habe ich Muffe. Da habe ich gerade Muffensausen. Oh Gott, kommt sie da überhaupt hoch? Warum sind die Hindernisse auf einmal so hoch? Oh. Das ist schon deutlich höher jetzt. Also das, ich weiß gar nicht, welche Klasse wäre das jetzt? Ich habe jetzt natürlich auch nicht geguckt. Das wird eng. Oh Gott. Hilfe! Das ist, na, bisschen Anschwung. Uiuiuiui. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so ein bisschen... Also von der Höhe habe ich schon Respekt hier. Sage ich euch ganz ehrlich. Da können wir ein bisschen mehr Speedy haben. Okay. Also jetzt gerade rettet sie mir aber pausenlos den Hintern hier gerade. Das ist, ja, das war ein perfekter Sprung. Oh Gott. Okay, dadurch, dass ich mittlerweile weiß, wie die Steuerung funktioniert, funktioniert das auch ganz gut, wenn ich mal so wie eben einen kleinen Fauxpas habe. Eieiei. Bis jetzt macht sie es gut. Also sind wir fehlerfrei jetzt da durchgekommen? Durch die Runde? Tatsache. Tatsache, also dafür, dass ich null Ahnung hatte, wo wir lang müssen, ist das ein super Ergebnis. Aber für T2 werde ich sie nicht reiten können. Jawohl. Das freut mich. Jetzt haben wir die auch freigeschalten. Und ich würde sagen, zur Belohnung kriegt sie die jetzt auch. Hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich habe ein Pferd, womit ich jetzt T3 auch reiten kann. Ja, das, ach, jetzt habe ich wieder vergessen zu gucken, wie die Hindernisgröße ist. Also wie hoch die Sprünge gewesen sind. So, wartet mal. Da haben wir den Sattel. Da haben wir die. Ah, es ist schade. Nur hinten? Nee, wartet. Die sind das. Ich hätte die auch ganz gerne für vorne. Für vorne hätte ich sie schöner gefunden. Also nur hinten finde ich irgendwie doof. Nee, das... So leid sie es mir tut, aber nur vorne hinten finde ich doof. Dann kriegt sie doch lieber die hier mit drauf. Machen wir einfach eine 2. Save. Tja. So ist sie das.
Ach, ich hätte ihr jetzt ja auch noch ein. Warte mal, sie hat ein Potenzial 55. Also ich meine, für T2 reicht es auf gar keinen Fall. Das reicht nicht. Das reicht auf gar keinen Fall. So, wie spät haben wir denn jetzt? Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht. Es reicht. Wir haben unseren Neuzugang, haben wir eine Runde mitgemacht. Dann schicke ich aber noch mal den Domino ins Training. Ja. Mich ärgert so ein bisschen, dass ich ihn auch nur, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, bis T3 reiten kann. Da war ich so ein bisschen mit dem Potenzial enttäuscht. Ich habe, glaube ich, wie viele Minuten ist das her? Ach scheiße, jetzt habe ich gerade hier, egal, wird ja trotzdem angezeigt. Ich habe doch gerade erst, ja, 53. 53. Na, bis T3 könnte funktionieren. Könnte. Wenn ich ihn jetzt ein bisschen noch trainiere, ja, das, wie gesagt, das könnte funktionieren. Also wäre es ja an sich eigentlich nicht schlecht, wenn wir Domino und Mari quasi züchten, also mit züchten würden, in der Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt. Kannst du mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. Links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.